So, kurz vor knapp haben wir es noch geschafft. Ist okay. Das ist okay. Hört sich, wenn wir kommen. Es ist wieder soweit. Presseevent 2024, Freizeitland Geiselwind. Wir sind gespannt. Wir Neuheiten. Sind sehr gespannt. Wir haben jetzt schon ein paar Infos gekriegt, aber wir wollen die jetzt mal nicht vorwegnehmen. Deswegen gucken wir jetzt mal an, was heute passiert und was uns heute erwartet. Wir wünschen viel Spaß. Jahre, einer der ältesten Freizeitparks in Deutschland, in Bayern tatsächlich der älteste. Vom Vogelpony-Märchenpark mit Tieren und Ponys und unzähligen Vögeln mittlerweile zur Freizeitdestination geworden mit Hotel. Da sind wir auch ganz stolz drauf, denn das Seaside Resort hat jetzt sein erstes volles Dienstjahr letztes Jahr über die Bühne gebracht und ist auch sehr gut angelaufen. Auch dieses Jahr ist es schon sehr gut ausgelastet und funktioniert. Das zeigt mir wieder, dass das Konzept Hotel und Freizeitpark einfach passt. Das mal vorneweg. Denn für Seaside haben wir uns natürlich auch was Neues überlegt, gerade für die Kinder, da der Indoor-Spielplatz teilweise oft schon sehr voll geworden ist, gibt es im Seaside-Resort einen Outdoor-Spielplatz mit Leuchtturm, Rutschen und weiteren Klettermöglichkeiten, die wir dann später auch noch anschauen werden beim Rundgang, damit die Kinder da einfach ein bisschen mehr Austobezeit haben, wenn die Eltern vielleicht einen Cocktail trinken wollen oder ein Stück Kaffee und Kuchen genießen möchten. Aber so viel zum Seaside. Gehen wir zum Park. Genau. Wir haben dieses Jahr gedacht, wir gehen ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Denn was als Tierpark angefangen hat und auch bis heute die Kinder begeistert, wenn man tatsächlich mal im Park unterwegs ist und sich alles anschaut, oben im oberen Bereich, der ist immer voll. Die Kinder haben Spaß, die Kinder lernen. Denn wir haben auch ab diesem Jahr eine komplett neue Beschilderung, wo man über die Tiere alles lernen kann, wie sie gefährdet sind, vom Aussterben bedroht, wie groß die werden, wie alt. Also da haben wir uns ein bisschen was überlegt, um da auch den Bildungsauftrag da ein bisschen mit zu übernehmen. Wir haben auch vier neue Tierarten, das muss ich nachlesen, weil das kann ich tatsächlich nicht auswendig, weil ich das ausgedacht habe. Alpakas, das kriege ich noch hin. Dann haben wir Watussi-Rinder, noch nie gehört, aber die schauen auf jeden Fall richtig gut aus. Die schauen wir uns dann auf jeden Fall auch noch an. Ausson-Schafe aus Frankreich und Zwerg-Zebus haben wir diesem Jahr noch mit dazu und die schauen wir uns dann auch an. Haben wir auch alle neue Gehege bekommen, auch unsere Stachelschweine, da haben wir gemerkt, das ist ein bisschen zu laut oben an der Ecke, wo die immer waren mit Takawaka. Die haben wir versetzt, auch die haben jetzt ein schönes Eckchen im Wald, da haben sie ihre Ruhe, sie können sie in Ruhe betrachten und auch die haben ein neues Zuhause bekommen. In demselben Eck, gerade das Eck, das haben wir dieses Jahr ein bisschen aufgefrischt, wir haben eine Abenteuerbrücke gebaut, also eine komplett neue Hängebrücke über den Waldsee mit Balanceparcours, wo sie drüber balancieren können, heute leider noch nicht, die Schweine sind aber fleißig. Das dauert nicht mehr allzu lange. Insgesamt haben wir mittlerweile dann mit dem neuen Tierzuwachs 21 Tiere im Tierpark und im Portfolio. Tendenz steigend. Genau. Perfekt. Mir fehlt leider bloß eine Karte, ich muss ein bisschen improvisieren, was ich noch weiß. Genau. Alles für den Gaumen ist natürlich bei uns auch sehr wichtig. Gastronomie, Essen, man sieht's. Ich bin hier regelmäßig am Essen, weil es einfach gut ist. Auch da haben wir was Neues. Aus unserem süßen Drachenhund ist das Drachenkaffee geworden. Da werden Sie sämtlich verschiedene Kaffeespezialitäten genießen dürfen. Über reguläre Costa-Cafés, Latte Macchiatos,
Frappuccinos gibt es ab diesem Jahr, Bubble Teas, fragen Sie mich bitte, ich trinke keinen Kaffee. Aber alles Mögliche, was wirklich gut ausschaut zumindest. Bei Trinken tue ich es nicht, aber das verspricht vieles. Ich durfte es mir schon anschauen. Dazu kommt, dass wir im Kuchenmarkt keine Flammkuchen mehr haben. Also alle für die, die gerne Flammkuchen gegessen haben, leider ein kleiner Trost. Es gibt ja diesmal Hot Dogs. In vier verschiedenen Variationen. Da haben wir auch gerade an die Vegetarier gedacht, denn es gibt auch eine vegetarische Variante, dass die Herrschaft natürlich auch was zu essen bekommt. Sie sollen ja nicht verhungern bei uns. Neues in diesem Jahr auch für die Gastronomie. Das ist uns ganz wichtig, das haben Sie auch schon gemerkt in den Pressemappen in diesem Jahr. Das ist alles noch digital. Wir verzichten so viel wie möglich auf Papier und unnötigen Beikram, dass man der Umwelt zuliebe halt ein bisschen was einspart. Weil ich meine, gerade so im Freizeitpark, ich kann es Ihnen ja mal sagen, also wir verdrucken im Jahr über 35.000 Euro. Mal so am Rande. Das ist leider sehr viel Papier, das sind über 15 Tonnen, was wir im Jahr an Papier verbrauchen. Und da sparen wir gerade ordentlich ein. Deswegen setzen wir auf Mehrwegbecher in diesem Jahr. Es gibt keine Pappbecher mehr, es gibt Mehrwegbecher für 2 Euro. Pfand, die können Sie aber mitnehmen oder zurückgeben. Das sind auch keine regulären Becher, das sind Sammelbecher mit 3 Motiven zum Anfang. Und Sie können die dann gerne auch natürlich zum Sammeln nutzen. Das sollen die Kinder, gerade wenn sie ein Kindermenü kaufen, natürlich auch eine schöne Mitbringsel für zu Hause. Genau, das haben wir auch. Was haben wir denn noch Schönes? Jetzt bist du wieder bei 1. Jetzt bin ich wieder bei 1, ja. Ich muss gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich müsste es eigentlich, glaube ich, so von den regulären Neuheiten sein. Also wie gesagt, wir setzen dieses Jahr sehr viel auf Tiere. Ich will gar nicht so viel reden. Das hat der Patrick immer gemacht. Ich halte mich gerne kurz, weil ich bin eigentlich auch immer hinter den Kulissen und nicht vorne. Genau. Neue Tiere, neue Gastronomie. Und zu den Events, was dieses Jahr das Hauptaugenmerk ist, leider so einiges zu erzählen. Und das macht er jetzt auch von mir, dann hört er später noch mehr beim Rundgang, wenn Fragen dann auch sind, grundsätzlich jederzeit, sprecht uns gerne an für Interviews, Fragen, Videos und so weiter und so fort, stehen wir gerne zur Verfügung. Also in dem Sinne viel Spaß. Au. So, jetzt bin ich dran. Liebe Gäste, liebe Gästinnen und natürlich auch, muss man ja erwähnen. Unsere Events für die ganze Familie. Wir haben dieses Jahr in der Saison 18 Events über das ganze Jahr verteilt. Events für Jung und Alt natürlich. Kein anderer Park in Bayern bietet, glaube ich, so viele Events und Shows an. Also nicht, dass ich jetzt das wüsste. Wir würden anfangen mit dem Cosplay Weekend. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mal. Das ist dieses Jahr vom 27.07. bis 28.07. Da haben wir unsere Cosplayer da, verschiedene Kostüme. Wir haben eine Tombola, eine Kinderrally und noch vieles mehr. Dann, letztes Jahr haben wir das erste Mal gemacht, die Summer Nights. Die machen wir dieses Jahr natürlich wieder, aber die kamen letztes Jahr wirklich super an. Die sind vom 3. und 4.8. Da haben wir die Parköffnung ab 12 Uhr bis 0 Uhr, also da ist auch der Fahrspaß bis 0 Uhr dabei. Wir haben dann ein Feuerwerk, Feuershow, Live-DJ, Cocktailbar und natürlich auch der Fahrspaß. Jetzt das Wichtige, und zwar, das ist ja die 55. Saison, das ist Tukis Geburtstag, das wollen wir auch dieses Jahr ein bisschen hochheben. Das heißt, wir machen eine Geburtstagsparty am 23.08. und bis zum 25.08., 30.08. und 1.09., 7.09. und 8.09. Da feiern wir halt gemeinsam einfach Tupis Geburtstag, da haben wir auch Feuerwerk, Feuershow, auch wieder DJ da, Cocktailbar. Ne? Genau, dann ganz wichtig, Bayern größtes Halloween-Event, das findet dieses Jahr vom 11.10. bis 3.11. statt. Dann haben wir natürlich auch wieder lange Öffnungszeiten, manche Tage bis 0 Uhr. Wir haben Gruselmaces, auch wieder unsere Feuershow. Öffnungszeit, ja, bis in die Nacht. Und Winterwunderland. Am 30.11. bis 6.1. mit im Winterspaß 100.000 Lichter, Shows und vieles mehr. Natürlich passen wir die dann auch wieder ein bisschen weihnachtlich an, unsere Shows, mit der Musik. Genau. Wir haben jetzt aktuell am Tag 7 Shows. Darunter unsere Affenfütterung im Themenbereich Trelleborgen, oben bei Forbidden Kingdoms, da laufen wir nachher einmal vorbei. Neues Affengehege wurde ja letztes Jahr entstanden, das seht ihr dann auch nochmal, falls ihr dies letztes Jahr noch bei uns war. Wir spielen wieder unsere Lasershow, Around the World. Dann haben wir unsere Seifenblasenshow drüben im roten Zelt, die heißt ab dieses Jahr Bubble Factory, da haben wir alles nochmal ein bisschen modernisiert und angepasst. Genau, so jetzt kommen wir zu einer ganz neuen Show und zwar, die findet hier drin statt, die heißt Timeway, davon zeigen wir euch heute noch einen kleinen Ausschnitt.
Dann haben wir drüben unsere Pudel noch, die heißt dieses Jahr Pudel Party, die neue Musik, ein paar neue Tricks, neue Hunde. Und, ganz wichtig, was jetzt noch ganz kurzfristig dazugekommen ist, ist unsere Seelöwen-Show. Das findet dieses Jahr hinten in der Piratenarena statt, da die Kinderdisco ja diesen Sommer nach hier vorne verlagert wird in den Eingangsbereich. Da entsteht für dieses Jahr noch eine kleine Bühne. Und solange die Bühne nur nicht da ist, spielen wir die Kinderdisco in diesem Zelt hier mit. Das ist immer ein bisschen wetterunabhängig, weil jetzt am Anfang ist ja immer Regen, da kann man ja ganz genau planen. Aber wir müssen sie dann diesmal nicht ausfallen lassen, wenn es mal regnet. Und die Kinder, die brauchen das, die kommen auch regelmäßig. Ich habe so viele Stammkinder hier. Wenn die mal ausfällt, sage ich, wir probieren es. Genau, das war's dazu. Das sind unsere Events. Alles andere, ihr könnt es alles noch in der Mappe nachlesen, das sind immer viele Daten und genau. So, jetzt sind wir eigentlich soweit. Ja, ne? Perfekt. Jetzt zeigen wir euch einen kleinen Showausschnitt von unserer Show Timeway als erstes und heute ganz besonders auch einen kleinen Ausschnitt von unserer Feuershow. Die spiele ich heute allerdings nicht mit. Normalerweise spielen wir das als Trio und heute darf es unsere Isabelle alleine spielen. Ich weiß nicht, ein paar von euch kennen vielleicht Isabelle, die arbeitet noch in der Verwaltung nebenbei. Das ist super cool. Die haben es auch ein bisschen angeleitet. Vorher habe ich auch nichts mit Feuer gemacht. Das wird wirklich super. Dann würde ich sagen, ich bin soweit. Seid ihr auch soweit? Okay. Gut, dann legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann bis gleich. Dieser Brief zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. In diesem Moment vermisst mein Herz dich so sehr, dass alle Worte, die ich versuche, um meine Gefühle zu umschreiben, unzureichend scheinen. Unsere Freundschaft ist etwas Kostbares, das ich in meinem Leben schon immer geschätzt habe. Es ist schwer, dass wir uns nicht so oft sehen können, wie ich es mir gerne wünschen würde. Doch unser Geheimnis feiert unser Zusammensein auf dem Bahnhof eine ganz besondere und aufregende Atmosphäre. Jedes Mal, wenn ich dich dort treffe, steigt mein Herz vor Freude und ich kann es kaum erwarten, deine vertraute Stimme zu hören und dich in meine Arme zu schließen. Die Momente, die wir am Bahnhof teilen, sind wie wertvolle Schätze im Meer der Zeit. Jeder Blick, jedes Lachen und jedes liebevolle Wort werden zu wunderbaren Erinnerungen, die ich für immer in mir tragen werde. Unsere Liebe mag geheim sein, aber sie ist stark und wahrhaftig. Die Tatsache, dass wir diese Gefühle miteinander teilen können, ist etwas ganz Besonderes und ich schätze jeden Moment mit dir. Ich freue mich schon auf den nächsten Moment, an dem ich dich am Bahnhof treffen werde. In Liebe, deine Jackie. Heute sehe ich sie endlich wieder. Moment mal. Ach, da seid ihr ja. Hallo und herzlich willkommen zu Timeway. Oh ja. Nur, ich habe auch ein kleines Geschenk für sie besorgt. Weiße Rosen. Was anderes gab es halt noch nicht. Aber dafür gibt es natürlich auch eine Lösung. Thank you.
Ich wieder. Wenn ihr eher sehen wollt, beziehungsweise uns als Trio auftreten wollt, wie gesagt, schaut dann unseren Sommernächten vorbei, beziehungsweise bei unseren Abendevents, da findet es immer statt, hinten in der Piratenarena, da ist mehr Platz, da können wir mehr Feuer machen und noch viel größere Effekte. Das war's soweit, damit sind wir durch, wir gehen jetzt gleich durch den Park, erkunden. Nach dem Presseteil haben wir uns auf den Weg durch den Park gemacht und dort durften wir ein paar Attraktionen fahren. Einmal die Schiffschaukel und Yggdrasil. Yggdrasil ist eine Neuheit vom letzten Jahr. Hier in dem Korb sieht man, dass die ganzen Figuren handbemalt sind. Also es ist ein Riesenaufwand, dass der Park hier selbst macht. Zum Schluss von unserem Rundgang kommen wir jetzt noch ins Tiergehege. Und da gibt es zwei neue Tiere. Einmal die Watussi-Rinder und die Osorschafe. Bayer Park züchtet auch oder versucht nicht mehr zu züchten, weil die kriegen es nicht weg. Auf dem Rückweg gab es ein paar Veränderungen zu sehen, wie zum Beispiel eine neue Brücke und den kleinen Adventure Trail für die Kleinkinder. Ja, das war Halbzeit. Halbzeit, naja, eigentlich war es das schon mit dem großen Presse-Event. Heute fand ich die Feuershow richtig gut. Oh ja, die war echt gefallen. Die sah echt gut aus. Also ich fand das am Anfang schon toll, wo die mit Feuer so getanzt hat. Es hat auch perfekt zu der Musik gepasst. Ja. Und dann hat sie noch dieses Feuerwerk rausgeschossen. Ja. Junge, Junge, das war echt großes, großes Kino. Also mir hat das voll gefallen, diese Feuershow. Die fand ich echt genial. Es gibt ein paar neue Tiere. Attraktionen dieses Jahr nicht. Ja. Und wir haben nicht alle Tiere gesehen. Wir haben nicht alle Tiere gesehen. Seehunde, Seelöwen. Ja, die sind aber erst vor ein paar Tagen gekommen. Es gibt eine Seelöwenshow. Kann man jetzt gemischt sehen. aber sie haben wohl einen sehr coolen Auftritt, habe ich gehört. Sie rutschen wohl in so eine Rutscherunde auf die Bühne. Also sehr lustig. Ich bin sehr gespannt drauf. Das ist auf der Bühne, wo früher die Kinderdisco war. Ja. Und jetzt gehen wir noch was essen. Jetzt kommt der gemütliche Teil. Also jetzt wirklich der Müllbraten. Wir sind wieder zu Hause. Leider nicht mehr im schönen Geiselwind. Nee, aber wir haben gut gespeist. Wir haben noch eine kleine Privatführung durchgekriegt und haben uns nochmal die Tiere angeguckt, beziehungsweise nochmal die, die wir auch nicht gesehen haben. Wo bemerkt, die haben wir noch. Da haben wir noch nicht alles gesehen. Ja, war ein super schöner Tag. Wie schon vorher erwähnt, die Feuershow war mein Highlight. Ja. Die hat es so gut gemacht und so professionell, muss man dazu sagen. Respekt für das Alter, Respekt. Sehr viel Respekt. Und was vielleicht fast untergegangen ist, die Zaubershow war auch total süß gemacht. Ja, die war voll süß. Also war wirklich das Intro schon ganz toll gemacht. Ja. Einfach eine schöne Geschichte, sehr viel Romantik. Ja, zum Intro vielleicht noch, das Video, das gemacht worden ist, ist von dem lieben Dennis Fuchs, der nach oben Media. Falls ihr ihn auf Instagram suchen wollt, macht das mal und lasst mal ein Like da. Der hat unser Soundtrack gemacht. Genau. Der ist für unser Soundtrack verantwortlich. Aber dafür gibt es nochmal ein spezielles Video, das haben wir schon ausgehändelt, weil das kommt, wissen wir noch nicht. Ja. So viel zu dem Thema. Aber das Video ist schon mal super toll gewesen. Das Einleitungsvideo, und auch die Show danach
Hat mich schon ein bisschen berührt. Ja, mich auch. Ich bin auf das Gesamte gespannt. Also wir haben schon beim Mittagessen dann ein bisschen rausgehört, was da noch alles kommt oder was denn heute nicht gezeigt wurde. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen, beide Shows. Und wir wollen auch so ein Nacht-Event mal wieder mitmachen. Da soll es nämlich auch diese Feuershow geben, in Verbindung noch mit Feuerwerk. Ja. Die wird anscheinend auch draußen spielen, diese Sommershow. Die ist nicht drin, wie bei uns jetzt in dieser Halle. Die wird draußen spielen. Also ich glaube, am Abend ist sie am besten. Mhm. Also die ist ja allein schon in der Halle war, die du das, wie gesagt, die Feuershow hat uns sehr überzeugt. Ja, es gab viele Tiere, es wurde sehr viel verbessert, nachgebessert. Habt ihr ja alles schon gesehen, die Brücken wurden gemacht. Es gibt einen neuen kleinen Abenteuer-Trail. Den habe ich noch getestet. Für die Kleinen, auch ziemlich süß gemacht. Ja, attraktionstechnisch war jetzt dann nichts Großes mit dabei, aber der Park hat schon so viele Attraktionen, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und die hauen eigentlich jedes Jahr eine neue Attraktion raus. Also von dem her sind wir ganz froh, dass wir diesmal mal eine Pause hatten. Genau. Es gibt nur noch wenige Tage bis zum Saisonauftakt und es wird überall geputzt, gewerkelt, gemacht. Also unser kleinen Privatfunk haben wir gesehen. Da haben wir gesehen, da sind sie wieder alle wie die kleinen Ameisen rumgehüpft und haben gearbeitet. Das ist schon verrückt. Ja, wir werden uns nochmal nach Geiselwind begeben, wenn es offiziell auf hat. Von den Shows müssen wir halt sagen, da können wir keine Aufnahmen machen. Die sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt. Wir durften es jetzt zum Presseevent durften wir das offiziell machen. Also das ist genehmigt worden. Wir machen nichts Illegales. Ja, dieses Jahr gab es auch wieder ein kleines Paketchen. Das heißt, zum 55-Jährigen gab es eine kleine Einladung. Und der neue Parkplan, den haben wir bekommen. Und ganz wichtig, zwei Freikarten, die wir nicht brauchen. Deswegen verlosen wir die an euch. Und wir verlosen die wieder über Instagram. Deswegen folgt uns auf Instagram, wenn ihr zwei Tickets für Geiselwind dieses Jahr gewinnen wollt. Wir lassen uns noch was einfallen. Auf jeden Fall jetzt schon mal abonnieren. Wird wahrscheinlich die nächsten Wochen passieren, dass wir das machen. Mhm. Ja. Wenn ihr ansonsten ins Geiselwind wollt. Und ihr dann, nicht bei uns gewinnt. Und ihr nicht bei uns gewinnt, aus welchen Gründen auch immer, weil ihr uns wahrscheinlich nicht folgt. Dann könnt ihr quasi, ein Tageseintritt kostet 44,50 für Erwachsene. Für Kinder sind es 34,50 für einen kompletten Tag. Wenn ihr da einen Tag verbringen wollt, dann, ich glaube, die Preise sind ganz okay. Also man kann für das Angebot und diesen riesigen Park, ist es echt ziemlich ein guter Deal. Ja. Es sei denn, ihr kauft natürlich gleich den Abenteuerpass. Ja, der Abenteuerpass, wobei den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt den Abenteuerpass für Kinder, der liegt bei 105 Euro. Der ist für Kinder ab 1 Meter bis 11 Jahren. Und dann gibt es aber den Abenteuerpass ab 12 Jahren, also ab 12 bis erwachsen, liegt bei 110 Euro. Da sind aber keine Rabatte mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es gibt den Abenteuer Plus Pass, der kostet 160 Euro, aber dann hat er den ganzen Schnickschnack wie Rabatt beim Merchandise, beim Übernachten im Seaside, Abendbuffet im Seaside ist auch rabattiert. Ihr habt ganz viele Partnerparks auch mit dabei. Das lohnt sich, das sind sehr gute Parks mit dabei. Das sind sehr viele Parks, ich blende einfach ein, dann seht ihr, welche Parks das alles sind, weil ich kann sie nicht alle aufzählen. Lohnt sich schon. Ja, wir nutzen das sehr rege. Wir nutzen das sehr oft. Ja, viele Parks, die wir besucht haben, haben wir letztes Jahr auch mit dem Abenteuerpass gemacht. Mhm. Nur mal so zur Info. Wenn ihr euch fragt, wie wir uns das alles leisten können, der Abenteuerpass regelt es. <das. lacht> So, ich habe nichts weiteres zu sagen. Bei dir noch? Das Essen war wieder sehr, sehr lecker. Wie allgemein im Park ist das Essen immer sehr, sehr lecker. Ja. Wir haben heute wieder im Seaside Resort gab es das Buffet. War richtig, 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 richtig lecker. Eine Auswahl von den Spezialitäten frei zu dem Geiselwind. Lohnt sich. Es lohnt sich ja wirklich, da mal zu übernachten. Wir haben ja da schon Videos drüber gemacht. Ja. Und einfach man hat einfach einen längeren Tag dann noch. Ja. Das Abend schön genießen.
Und es gibt auch sehr gute Cocktails in der Bar. Ja, wir verlinken euch das Video zu dem Hotel bzw. zu dem Seaside Resort hier oben und rechts, links, irgendwo hier. Ja, das poppt jetzt auf. Könnt ihr drauf drücken. Ja. Mhm. Noch ganz kurz. Ja. Es gibt da noch eine App, die bald kommt. Wir haben sie ein bisschen anschauen dürfen. Ist fast fertig, sieht aber schick aus. Ja, sieht schick aus. Dann habt ihr auch die ganzen Online-Funktionen wie Ticket online kaufen, Ticket online zeigen, den Abenteuerpass kann man da drauf laden, die Showzeiten und alles, was halt so eine moderne Park-App dann hat. Ja, wir empfehlen auch immer direkt die Tickets online zu kaufen, das sind sie günstiger. Nur so als Spartipp, bevor ihr jetzt da hinreist und euch wundert, warum die Preise, die wir sagen, nicht stimmen. Das liegt daran, dass ihr sie nicht in der App kauft. Ja. In dem Sinne. Ja, wir hoffen, es hat gefallen. Ja, wir sind diese Woche immer noch nicht fertig mit unserem Reiseding. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr so fleißig gerade reinschaltet. Und ein Hallo an alle Neuen, die uns jetzt abonniert haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und ich hoffe, wir unterhalten euch weiterhin so gut. Abonniert alle anderen, die nicht da zu dem engeren Kreis gehören. Wird höchste Zeit. Kommentiert mal ein bisschen, wie ihr das findet. Warte schon mal, ein Geiselwind. Habt ihr Bock, die Karten zu gewinnen? Schreibt das mal. Eventuell verlosen wir vielleicht auch noch welche über YouTube, wenn ihr nett danach fragt. Auf Instagram und YouTube. Mhm. Ja, bitte viel kommentieren. Mich interessiert es vor allem, wie ihr den Wandel des Freizeit- und Geiselwinds findet. Vielleicht sind ja manche dabei, die es noch von schon lange kennen. Manche, die zum ersten Mal erst da waren. Wir kriegen immer mal wieder so Feedback von euch. Würde mich sehr interessieren. Ja, wir haben schon viele dazu bekehrt, ins Geiselwind zu gehen. Jetzt bist du dran. So, in dem Sinne, bis dann, haut rein. Tschüssi.